Ja, wir halten halt viel aus. Das Problem ist nur. Ey, da haben wir doch noch was. Prankenhieb. Ach du Grüne. Wie schnell regenerieren wir uns denn bitte? Hier, gib ihm. Ja, das glaube ich auch. Alter Verwalter. Im Endeffekt hat der Typ doch noch eine Chance. Hey, Gratulation zum dritten Platz in der Anfängerliga. Wenn man dir so zuschaut, sieht das so leicht aus. Danke, du siehst irgendwie aufgeregt aus, Silber. Was ist los? Ach, es geht um meine Schulden. Ich schulde dem Don hier einen Haufen Geld. Geld, Don? Wo bist du hier reingeraten? Geht es ums Kämpfen, nicht ums Geld? Ich weiß, aber ich brauchte unbedingt Geld. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht kannst du in der dritten Runde ein kleines Nickerchen machen. Ich versuche mir gerade eine Karriere aufzubauen. Ich kann das nicht tun. Vielleicht kann ich dir auf eine andere Weise helfen. Zum Mitgehen und ihm alles erzählen, okay? Ja. Ich habe Probleme, durchaus, ja. Silver schuld am Gangstergang Gangstergeld und hat um Hilfe gebeten. Er war auch mal Champ, okay. Okay, also bekommen wir jetzt eine Medaille, die unserem Vater gehört hat, die er ihm geklaut hat, als er tot war. Also, ja. Sie vermag endlose Macht in dem Träger zu erwecken, ist klar. Seit uralter Zeit gibt es Leute, die ihn sicher verwahrt haben. Ist sicher klar. Die Jahre vergingen, die Verwahrer wechselten stetig. Vor mehr als 20 Jahren schworen dein Vater und drei seiner Freunde, die Medaille zu schützen. Ich war einer von ihnen. Wir nannten uns den Punch Club. Okay. Der rote Kronkorken war unser geheimes Zeichen. Ja, ist total geheim. Sie gehört in den Punch Club. Sie ist ein mächtiges Artefakt und ich habe den Fehler gemacht, sie Silver zu geben. Es ist ein Recht zu besitzen. Artefakt, das ist komisch. Ich sollte Silver wohl bitten, es mir zurückzugeben, wenn es meins ist. Verdammt, Silver. Ja. Yeah. Silver, die Medaille, die du besitzt. Wo ist sie? Mick hat mir alles erzählt. Ich wusste schon immer, dass dies hier passieren würde. Ich habe das Medaillon nicht. Ich habe es dem Don gegeben, um meine Schulden zu begleichen. Du hast diesem Verbrecher ein magisches Artefakt gegeben. Was stimmt mit dir nicht? Toll. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er hat gesagt, er würde mich umbringen und meine Familie auch. Ja, ist klar. Beruhig dich, dann sollte ich wohl dem Don einen Besuch aufstatten. Neues Ziel, der Don. Erweise dem Don die Ehre. Vielleicht wirst du eines Tages in seine Familie aufgenommen. Ja. La Familia, ist klar. Ich wollte doch arbeiten gehen. Egal. Don. Hey, Silver hat mich geschickt. Er sagt, du besitzt etwas, das ich brauche. Wirklich? Wirklich? Nun, ich habe diesen Gegenstand, aber ich hätte selbst Pläne dafür. Kann ich dir irgendwas dafür anbieten? Mal sehen, vielleicht. Du bist ein Kämpfer, richtig? Es wird bald einen großen Kampf geben. Du könntest daran teilnehmen. Und wenn ich gewinne, gibst du mir dann eine Medaille? Natürlich. Das einzige Problem ist, du solltest eine Profikarte haben, um teilzunehmen. Aber ich habe diese Karte noch nicht. Das ist schade, mein Sohn. Dann geh den Weg und komm mit der Karte zurück. Ich weiß, ich bin kein Pate, aber ich gebe mein Bestes. Professional Multicard. Gewinn das Challenge Playoff, um diese Karte zu bekommen. Dann darfst du auch in die professionellen Kämpfe. Darfst du dich als professioneller Kämpfer bezeichnen? Wahnsinn.
Du, ist es das Challenge Playoff Teil Dingens? Weiß wieder keiner. Erstmal arbeiten. Wobei, wenn ich professioneller Kämpfer bin, kann ich mir vielleicht die Arbeit endlich ersparen. Das wäre schön. Arbeitslos und Spaß dabei. Yay! Das tut weh. Egal, wir müssen die eine Schicht noch fertig arbeiten. So. Läuft. Weil wir haben halt absolut nichts mehr im Kühlschrank zu Hause. Ja. Der Kühlschrank ist voll. Gut. Also noch brauche ich nichts Futter, noch erstmal muss ich pennen. So. Und dann geht's wieder ans Training. Ausdauer, Geschicklichkeit, Stärke, alles zusammen. So, und hier ist Fleisch. Frisches Fleisch. Ja, wir haben zumindest nicht Verluste gemacht, was Ausdauer angeht. Das ist immerhin was. Auch wenn es ehrlich gesagt besser laufen könnte. Kalander, dass der Typ sein eigenes Fitnessstudio leisten kann, aber auf dem Sofa pennen muss, weil er kein Bett hat. Naja, das Fitnessstudio, das sind alles gebrauchte Geräte, die wir in mühseliger Kleinarbeit kaufen mussten. Also das war echt anstrengend. Ich weiß nicht, du kannst dir die ersten 10 Parts ja anschauen auf YouTube. Hab das rübergeladen, also es ist nicht selbstverständlich, dass wir das alles haben hier. Das Ding ist am Anfang leer, bis auf die Matte für die Liegestütze. Vor allem, wenn wir mal Stärke trainieren, das haben wir schon ziemlich vernachlässigt jetzt. Nächster Kampf ist schon morgen, ach du Scheiße. Da krieg ich die Stärke noch nie im Leben auf 6. Kalandra, als ob es keine gebrauchten Betten gäbe. Wir spielen hier den USA. Ich bin froh, dass wir überhaupt leben, okay? Keinen untoten Zombie oder so spielen. Fünf, vier, neun, heute ist ein Kampf, okay. Dann haben wir schnell futtern, kurz hinten, nach hinten brauche ich mich gar nicht. Futtern muss ich. Okay, und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht mehr arbeiten. Yay. Je mehr Ausdauer hast, umso weniger Schaden erleidest du. Retterrüstung. Das ist auch ein Ausdauertyp wie wir, allerdings ist er in allem schwächer. Okay, vielleicht haben wir Glück. Oh, ich sehe schon, der hält ja null dagegen. Okay, er hält doch dagegen. Das kommt echt darauf an, wer jetzt länger durchhält. Aber nachdem wir zwei Ausdauer mehr haben, hoffe ich doch mal stark. Aua! Okay. Das müssen wir gewinnen. Ich habe keine anderen Talente, sonst in die Richtung, die ich momentan. Ist das. Das ist der starke Kick, okay? Was ist der schwache Kick? Das ist der hier, dann nehme ich den hier raus, ist besser. Ja, das sieht schon besser aus. Problem ist, wir kämpfen halt beide am untersten Limit der Energie.
Momentan hat er sogar mehr Energie als wir, weil er mehr Ritter, weil er diesen Ritterrüstungsbonus hat. Wir haben einfach nur starke Beine. Das ist halt nicht unbedingt ein. Oh Gott. Wäre schön, wenn unser Typ auch mal zurückschlagen würde. Das wäre echt göttlich. Und dabei auch treffen würde. Oh Mann, mach's doch nicht so spannend. Ich will ehrlich gesagt nicht zu den ausgewogenen Stil setzen. Chilante, kannst du auch auf die Reihenfolge der Skills sein, also hoch, tief und so? Nein, die kannst du auch nicht irgendwie rein. Wenn ich hier den jetzt rausnehme, den Kick, und den wieder reinsetze, dann taucht er auch genau da wieder auf. Also, das ist einfach die Möglichkeit an Kicks und Schlägen, die er hat, um irgendwie aktiv zu werden. Komm schon. Nein, oh Mann. 8 HP ja noch übrig gehabt. Schade. Ich glaube, wir haben einen neuen Talentpunkt, oder? Ja, gut. Weg der Schildkröte. Fleischerhaken. Unter Strom, Schlag mit Verkarte. Verringert die Chance, dass die Angriffsphase ins Gegners beginnt. Wenn aktiviert, hängt es von deinem Energievorrat ab. Okay. Dann werde ich ehrlich gesagt für Fleischerhaken, ja. Das Mist, das aktiviert nicht Dauerläufer. Verdammt. Egal, da müssen halt beide Skills, ja, was soll's. Ach, hier ist Ritterrüstung. Das ist eigentlich gut, dass wir das auch haben. Aber, okay, das brauchen wir auf jeden Fall alles noch. Nächster Kampf in 2 Tagen, okay, das ist klar, da sind wir dabei. Ich habe jetzt nur kein Geld für die Pets, egal. Zack. Brauchen wir nicht mal futtern, es geht direkt ins Training weiter. Oh. Ich hatte schon keinen Bock mehr aufs Laufband, okay? Aber wenigstens hat er eine Bombenstimmung im wahrsten Sinne. Erbtraining ist Nacht und ist immer stärker. Naja, fast auf 6, okay. Also es steigert sich kontinuierlich, jetzt hat der Hunger, toll. Dann können wir es auch gleich hinlegen mal. Noch 3 Steaks übrig, okay. Ja, da haben wir noch genug Zeit zum Trainieren. Bis zum nächsten Kampf auf jeden Fall, ja. Und zwar noch ein bisschen wirklich mal in der Pizzeria arbeiten. Wir verlieren so viel Ausdauer. Dieses Ausdauerverlieren ist echt schlimm, das ist... Oh. Das ist echt ein Krampf, ganz ehrlich. Bei Kraft und Geschicklichkeit, das ist nicht unser Hauptattribut, das ist nicht so schlimm. Aber bei Geschicklichkeit, bei Ausdauer, oh Gott. Bei Geschicklichkeit möchte ich halt darauf achten, dass es nicht mehr unter 4 fällt. Da ist es mir ehrlich gesagt egal. Ich werde das nie wirklich hoch weiter ziehen oder so. Einfach Hauptsache ist, wir fallen da nicht unter 4. Da ist es mir egal.
Weiß nicht, ich habe halt bei ein paar Skills gesehen, da brauchen wir später noch 4 Ausdauer, deswegen.